Ja, willkommen zurück zu Detroit Become Human. Ich hatte ja angedroht und angekündigt, dass ich noch einige Boni zeigen möchte, nämlich zum einen die Geschichte betreffend und die Frage, ob andere Entscheidungen zu einem anderen Ausgang der Geschichte führen. Hier steht für mich im Moment ganz oben, Kara und ihre Familie heil nach. Hold on, just a little while longer. Hold on, just a little while longer. Hold on, just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Ja, willkommen zurück zu Detroit Become Human mit Chloe im Menü. Hier muss man wissen, dass ich sie zwischendurch habe gehen lassen, als sie gefragt hat. Nun hat sich Quantic Dream entschieden, sie zurückzuschicken. Und mit einem kleinen Software-Update. Und jetzt hat sie gerade das Lied gesungen, das wir schon einmal von Luther hörten. Gerüchten zufolge, oder besser, ich weiß es, ist es auch das Lied, was man Marcus singen lassen kann, statt North zu küssen, kurz bevor dieser friedliche Protest im Kampf um Detroit zu scheitern droht. Aber das wird mich heute gar nicht so sehr interessieren, denn primär habe ich das Spiel noch einmal angeworfen, um eine Geschichte zu einem besseren Ende zu führen, nämlich die von Kara. Und das werden wir jetzt angehen. Greife auf die Story-Grafik zu. Indem wir eine Mission noch einmal neu starten. Und zwar den Scheideweg. Wir brauchen den Scheideweg mit Kara. Und ich würde mir erlauben, an einem späteren Kontrollpunkt einzusteigen. Und ich würde gerne den Fortschritt speichern. Ja, der Ladescreen gibt mir jetzt nochmal ganz kurz die Möglichkeit, über zwei, drei Themen zu reden. Nämlich zum einen, dass ich wegen der Quicktime-Events jetzt in diesem Kapitel während des Spiels nicht sprechen werde oder nur da, wo ich mich nicht zurückhalten kann, um die Quicktime-Events so gut wie es geht zu überstehen, denn ich möchte ja nicht mit Kara einen Fortschritt erspielen und dafür zum Beispiel einen anderen Charakter verlieren. Deswegen werde ich mich auf das Spiel konzentrieren und nicht nebenbei sprechen. Das ist nämlich einer der Punkte, die ich nicht sehr gut kann, also parallel spielen und kommentieren. Josh! Ich weiß nicht, wir wurden getrennt.
Es gibt Ausgänge auf dem zweiten und dritten Deck. Findet sie und springt in den Ich versuche jetzt, mich an alle Entscheidungen zu erinnern, wie ich sie schon gespielt habe, um nicht andere Storystränge dadurch zu verändern. Sie hat recht. Sie wissen, wer du bist und wollen dich holen kommen. Geh und hilf den anderen. Ich komme später nach. Marcus! Es dauert nicht lang. Aber vielleicht kann ich ja die ein oder andere Entscheidung noch verbessern. Hier sehen wir nochmal das Ende von Lucy. Das ist das Ende von Jericho. Rette unser Volk, Marcus. Gott, die Heilige Sicht, er bittet den Fehler. Lass sie nicht entkommen. Wenn sie euch irgendwie Ärger machen, erschießen sie. Bestätige wird gemacht. Ah, das hatte ich vergessen. Das wäre also der Treffpunkt. Falls wir vermutlich uns totstellen und nicht versuchen, Alice zu verteidigen. Schon, ob das der Preis war. Okay. Bist du okay, Kara? Ja, mir geht's gut. Wir können nicht hier bleiben. Kara erschießt. Ah, sie hat eigentlich schon mit dem Dame, der sie tot erschossen hat, gegen die Robotergesetze verstoßen. Jetzt sind wir hier wieder bei Marcus. Jetzt kommt, glaube ich, eine ziemlich hässliche Sequenz verschiedener Quicktime-Events. Nochmal gut. So, hier habe ich beim ersten Durchspielen versagt. Probieren wir jetzt schnell zu klären, die Situation. Ich
Such North. Ich komme nach. Ein Ausgang. So, das ist die Schlüsselszene. Runter! Beweg dich nicht. Bitte tötet mich nicht! Na los, wir verschwinden von hier. Okay. Jetzt haben wir Luther nämlich nicht gezwungen, uns zu helfen. Schnell, wir müssen weg. Und treffen ihn wohl an der Grenze wieder. Komm. Bis jetzt hat ja alles noch ganz gut geklappt. Marcus! Die Bombe geht gleich hoch. Wir müssen hier weg. Spät, Marcus. Wir können nichts mehr für sie tun. Wir müssen weg. Da drüben! Los! Das lief zwar nicht so gut wie beim ersten Mal, aber jetzt habe ich alle gerettet. Das letzte Quicktime-Event mit Connor, das lief beim ersten Mal klatter. Sie haben Sprengstoff im Frachtraum gezündet. Das Schiff sinkt, Sir. Wir sollen evakuieren. An alle Einheiten, sofort das Schiff verlassen und evakuieren. Es ist noch nicht vorbei. Das werden wir ja sehen. Schauen wir hier nochmal. Kotor, Luther. Genau, wir haben Luther in Sicherheit gebracht. Und wir fliehen. Stellen uns hier tot. Halten still und retten damit Luther. Genau das ist das, was ich wollte.
und setze fort. Ich habe jetzt keine andere Wahl, als diese ganzen Missionen noch einmal zu spielen. Und werde hier zumindest andere Antwortoptionen wählen. Ja, das ist immer noch eine tolle Szene. Ich höre jetzt auch nicht die Nachricht nochmal ab von Leo, sondern gehe gleich nach oben. Wer sind Sie? Wie sind Sie reingekommen? Ich möchte zu Karl. Karl spricht mit niemandem. Sie müssen gehen. Das hast du dir so gedacht. Ich muss ihn sehen. Er ist sehr schwach. Ich weiß nicht, ob er mit Ihnen reden kann. Was ich nicht weiß, ob es Karl besser gehen würde, wenn ich mich in der Anfangssituation anders entschieden hätte. Was ist los, Marcus? Ich bin völlig ratlos, Karl. Um mich herum bricht die Welt zusammen. Ich möchte das Richtige tun. Ich suche nach Antworten, Doch ich finde nur mehr Zweifel und mehr Unsicherheit. Die Welt wird von Angst regiert, Marcus. Angst vor anderen. Angst vor der Zukunft. Sie ist wie ich, zu alt. Es wird Zeit für das Ende. Ich will nicht, dass Blut fließt. Egal welcher Farbe. Aber sie schlachten mein Volk einfach ab. Ich muss eine Entscheidung treffen, die Millionen Leben betrifft. Und ich sage Ihnen, ich weiß nicht, was ich tun soll. Du bist mein Sohn, Marcus. Unser Blut hat nicht die gleiche Farbe. Aber ein Teil von mir ist in dir. Wenn die Welt in Dunkelheit versinkt, werden manche Menschen zu ihrem Licht. Die alternative Antwortoption hat jetzt nicht so viel gebracht. Sieh in den Abgrund. Aber lass dich nicht verschlingen. Es ist meine Schuld, dass die Menschen Jericho orten konnten. Ich war dumm. Es war klar, dass sie mich benutzen. Es tut mir leid, Marcus.
Ich würde verstehen, wenn du mir nicht vertrauen kannst. Du bist jetzt einer von uns. Dein Platz ist bei deinem Volk. Es sind Tausende von Androiden im Cyberlife-Montagewerk. Wenn wir sie aufwecken, könnten sie sich uns anschließen und das Blatt wenden. Du willst in den Cyberlife Tower eindringen? Connor, das ist Selbstmord. Sie vertrauen mir. Sie werden mich reinlassen. Wenn irgendjemand bei Cyberlife eindringen kann, dann bin ich das. Wenn du das tust, töten sie dich. Die Wahrscheinlichkeit ist groß. Aber statistisch gesehen gibt es immer die Chance, dass etwas Unwahrscheinliches passiert. Sei vorsichtig. Ohne dich wäre ich jetzt tot. Dank dir sehe ich uns vielleicht eines Tages in Freiheit. Wir waren uns nicht immer einig, aber ich weiß, wir kämpfen für die gleiche Sache. Was immer du tust, ich folge dir, Marcus. Ich überlege gerade, ob ich die Revolution nicht doch mal anzetteln soll. Einfach um meine ein alternatives Storystrang noch zu realisieren. Aber ich sorge mich ein wenig darum, dass ich dann den Storystrang mit Kara gefährde. Sie sagen, Sie wollen kein Risiko mit den Abweichlern eingehen. Also treiben Sie unsere Leute zusammen und bringen sie in Lager. Zur Zerstörung. In ein paar Stunden werden nur noch wir übrig sein. Wie viele haben den Angriff überlebt? Ein paar hundert? Vielleicht mehr, wenn man die mitzählt, die sich versteckt halten. Ohne deine Bombe wären wir jetzt alle tot. Wie ist dein Systemstatus? Bin okay. Sie hat keine Biokomponenten getroffen. Du hättest meinetwegen sterben können, Marcus. Du musst zuerst an unsere Leute denken. Nichts anderes zählt. In ein paar Stunden ist alles vorbei. Wir haben die Welt verändert oder die Welt hat uns zerstört. Du musst dich entscheiden, Marcus. Aber was immer du wählst, wir folgen dir. Ich liebe dich, Marcus. Ich dachte, bei uns wärt ihr in Sicherheit. Ich lag falsch. Ihr müsst die Stadt verlassen, so schnell ihr könnt. Alice von hier wegzubringen ist jetzt am wichtigsten. Wir müssen den letzten Bus kriegen. Vielleicht schaffen wir es noch über die Grenze. Marcus. Rette unser Volk.
Unsere Leute zählen auf dich, Marcus. Du bist der Einzige, der uns führen kann. Wo auch immer du hingehst, wir folgen dir. Na, schau an. Schau an. Ein Detail, das ich beim ersten Mal nicht gesehen habe. Ganz rechts stehen die zwei Prostituierten, ehemaligen Prostituierten aus dem Eden Club. Die sind eigentlich auch recht auffällig platziert, sodass man sie wiedererkennen muss. Sonst kann ich jetzt hier niemanden erkennen. Josh. Ja, sieht nicht gut aus. Ja, sonst war jetzt ja niemand weiter dabei. So. Die Menschen haben beschlossen, uns zu vernichten. Unsere Leute sind in Lagern gefangen und werden zerstört. Wir müssen eine Wahl treffen. Und diese Wahl entscheidet dann über die Zukunft unseres Volkes. Ich entscheide mich auch jetzt für die Demonstration. Ich weiß, ihr seid wütend. Aber... Und ich weiß, ihr wollt zurückschlagen. Aber ich versichere euch, Gewalt ist nicht die Antwort. Der Storystrang... Wir werden ihnen sagen, friedlich, dass wir Gerechtigkeit wollen. In die Revolution zu ziehen, in ihnen ist, hören den würde ich viel, viel früher starten. Wenn nicht... Und vor allen Dingen könnte man Connor gezielt auf die Gegenseite setzen. Und dann bin ich gespannt, was passiert. Seele, da hat sich jetzt nicht viel getan. Und ich denke, wir fahren mal einfach fort. Seit 6 Uhr heute Morgen gilt eine nationale Ausgangssperre. Der Zivilverkehr wird streng kontrolliert. Das Versammlungsrecht ist ausgesetzt. Die elektronische Kommunikation ist eingeschränkt. Und ich habe unseren Sicherheitsbehörden weitreichende Rechte eingeräumt. Zusätzlich zu diesen Maßnahmen müssen alle Androiden den Behörden übergeben werden, und zwar unverzüglich. In allen größeren Städten wurden vorübergehend Lager errichtet, um sie zu erfassen und zu zerstören. Ich rufe jetzt alle Zivilisten auf, mit den Behörden zu kooperieren und darauf zu vertrauen, dass wir alles, was in unserer Macht steht, tun, um die Sicherheit unserer Nation zu garantieren. Madam President! Madam President! Madam President! Viele halten Androiden für eine neue, intelligente Lebensform. Was sagen Sie dazu? Das ist lächerlich. Die nächste Frage, bitte. Bitte! Was passiert jetzt mit Cyberlife? Werden Androiden jetzt verboten? Wir arbeiten sehr eng mit CyberLife zusammen, um alle Abweichler zu neutralisieren. Ich werde dazu keine weiteren Kommentare abgeben, bis wir die Androidenfrage gelöst haben. Madam President! Bitte! Was können Sie uns denn über die Razzia von gestern sagen? Das FBI hat gestern um 22.45 Uhr in Detroit einen verlassenen Frachter durchsucht. Mehrere tausend Androiden wurden zerstört oder verhaftet. Unsere Truppen durchkämmen jetzt die Straßen, damit kein Android entkommt. Wir werden jeden Einzelnen finden und dann zerstören. Madam President! Bitte!
Madam President! Stimmt es, dass eine große Zahl Abweichler immer noch auf freiem Fuß ist? Wir haben noch keine gesicherten Zahlen, aber wenn es so ist, garantiere ich Ihnen, dass wir sie bald festnehmen und zerstören. Madam President! Madam President! Hacking noch probieren. Stimmt es, dass Androiden unsere IT-Systeme hacken können, wie Atomkraftwerke und Militärbasen? Alle Androiden in sensiblen Bereichen wurden neutralisiert und alle IT-Systeme wurden sicherheitshalber unterbrochen, um Hacking zu verhindern. Die Situation ist unter Kontrolle. Danke. Das wäre alles. Ich habe zumindest versucht, mal ein paar andere Fragen noch zu stellen. Obwohl sich jetzt dadurch das Gespräch nicht sonderlich entwickelt hat. Ah, jetzt können wir mal noch schauen, ob wir hier möglicherweise die ein paar Sachen anders machen können. Connor, Modell 313-248-317. Ich werde erwartet. Identifikation erfolgreich. Okay. Bitte sehr. Nach. Wir begleiten dich. Danke, aber ich kenne den Weg. Vielleicht. Aber ich habe meine Befehle. Der Ganzkörperscan ist auch nicht von schlechten Altern. Mich ja gestern dafür interessiert, was das ist, ja, so eine große Statue eines Androiden ist, also eines neuen Menschen, wenn man so will. Aber ich konnte nicht erkennen, was er in den Händen hält. Agent 54, Ebene 31. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. So. Go!
Anders als beim ersten Mal habe ich die Kamera jetzt ausgeschaltet. Bitte geben Sie Ihre Identität und Ihr Ziel an. Agent 54, Ebene minus 49. Stimmerkennung bestätigt. Zugang autorisiert. Mal schauen, was jetzt passiert. Also, wenn wir wieder da sind. Erreiche den Busbahnhof. Der nächste Bus wird in 20 Minuten. Das lässt uns nicht viel Zeit. Wir müssen uns beeilen. Das müssen wir, glaube ich, machen. Mir ist so kalt. Lassen es eingeschaltet. Temperaturerkennung. Um sie so menschlich wie möglich zu machen. Das war schon beim ersten Mal das Ansehen. Ich erspare mir aber jetzt hier die Wege oder die Blicke in die anliegenden Läden. Sondern versuche jetzt hier nur durchzukommen. Wie viele Waffen sie schon dabei haben muss. Das wird Zeit für Double Wielding. Das wäre was. Lass uns gehen. So wie Dante. Ja, Devil May Cry. Okay. Was sollen wir jetzt tun? Ich muss jetzt ein bisschen aufpassen, dass ich nicht großen Unfug mache. Bleib dicht bei mir. Wir werden uns einfach an ihn vorbeischleichen. Wir schaffen das, Alice. Ich verspreche es. Na dann los. Bitte nicht! Ich hab nichts getan! Doch, hab ich getan! Sind das von viele? Guck dir doch diese Ratten an! Je mehr man guckt, desto mehr findet man. Ich hoffe, wir sind nicht die ganze Nacht hier. Ich drehe mir den verdammten Arsch ab. Das sind überall Soldaten. Wir müssen vorsichtig sein. Na los, Bewegung! Beeilung, rein da! Oh Gott. Ah, so hat es das Spiel gelöst. Wir können nichts tun, Alice. Die Soldaten sind überall. Wir können ihn nicht hier lassen. Da ist es natürlich die Handlung ganz anders motiviert. Natürlich retten wir Luther. Okay, gehen wir. Das war im letzten hey, Teil ein bisschen eigenwillig motiviert. Nur nach Hause. Meine Frau erwartet mich und wir wollen... Wir müssen alle Zivilisten überprüfen. Nein! Nein! Bitte! Scheiß Android. Also die haben so einen... Auch hier nochmal hat man das gesehen, so ganz gut so einen Körperscan. Komm. Da wissen wir doch, dass das geht. Kara! Du hättest dein Leben nicht riskieren sollen. Wo ist Alice? Sie hat sich versteckt. Kara, du hast uns gerettet. Wie können wir dir nur danken? Los, bevor sie dich sehen. Alice! Luther! Ach Gott. Ich dachte, du wärst tot. Ich dachte, ich sehe dich nie wieder. Ich wollte euch am Busbahnhof treffen. Aber sie haben mich geschnappt. Los jetzt. Wir sind nah dran, aber die Zeit drängt. So, jetzt dürfen wir keine Fehler machen. Warten. Thank you.
Groß Luther hinter dem kleinen Auto, ey. Das ist jetzt ja die letzte Hürde. So, wir probieren es natürlich auch so wieder. Über den Grenzübergang, wie beim ersten Mal. Ein Kontrollpunkt. Haben wir Papiere? Wir haben Pässe, es sollte okay sein, aber man weiß ja nie. Vielleicht sollten wir lieber einen Umweg machen. Wir haben es eilig, der Bus fährt bald. Aber es wäre sicherer. Ja, ich weiß nicht, wie man das spielen würde, wenn man das erste Mal macht. Wenn nicht Kara hier darauf insistieren würde, sondern Luther, der... Ich mag keine Menschen mit Waffen. Sie machen mich nervös. Bleib ganz ruhig, okay, Luther? Eieiei. Du tust nichts, bis ich es sag. Ausweis bitte. Sie wissen von der Ausgangssperre? Zivilisten dürfen nur in Notfällen ihre Häuser verlassen. Wo wollen Sie hin? Wir wollen mit dem Bus über die Grenze. Meine Tochter soll sicher sein, bis sich die Lage beruhigt. Erahnt etwas? Vielleicht. Sei bereit. Alles okay, Kleine? Sie zittert. Stimmt was nicht? Sie ist krank. Sie ist krank. Die Grippe. Sorry, Miss, wir müssen vorsichtig sein. Hier gibt es Abweichler und unsere Leute sind nervös. Gehen Sie schnell nach Hause. Danke. Wieso eigentlich nach Hause? Das habe ich mich schon beim ersten Mal gewundert. Hey, oh. Moment mal. Nichts tun. Er weiß es, Kara. Sie werden uns töten. Tu bitte nichts, Luther. Hörst du mich? Sie werden schießen. Sie werden Alice töten. Du hast was verloren. Danke. Bitteschön. Okay. Was man hier jetzt an der Szene gesehen hat, damit hatte ich eigentlich nicht gerechnet. Aus Detroit, wo Tausende von Androiden gerade durch die Straßen der Stadt marschieren. Dass man durch diese zusätzlichen Dialogsequenzen sehr viel stärker in eine Richtung gedrängt wird. Also wenn ich das nicht bereits gespielt hätte, hätte ich hier genau an der Situation eingegriffen. Also hätte mich Luther so verrückt gemacht, zwei oder drei Mal durch seine Anrede, dass ich hiermit definitiv eine andere Option gewählt hätte. Es ist natürlich schade, dass ich jetzt hier jeden Strang noch einmal spielen muss. Aber... Es ist soweit. Der Moment der Wahrheit. Er schießt euch sofort. Oder wir eröffnen das Feuer. Jetzt sind meine Handlungsoptionen natürlich ein bisschen eingeschränkter. Keine Konfrontation. Wir protestieren hier friedlich. Ich wiederhole, ergebt euch oder wir eröffnen das Feuer. Ja.
Es gibt kein Zurück mehr. Wir möchten, dass ihr alle Androiden aus den Lagern freilasst und sofort die Angriffe auf uns einstellt. Wir sind friedlich. Gewalt ist keine Lösung für uns. Aber wir gehen nicht, bis unsere Leute frei sind. Hier bin ich beim ersten Spiel so erschrocken. Ich heb jetzt mal die Hände. Wollt ihr auf unbewaffnete Demonstranten schießen? Michael, wir sind weniger als 100 Meter entfernt und beobachten die aktuelle Entwicklung. Wir werden auch weiterhin live berichten. Joss Douglas, Kanal 16. Michael, zurück zu dir. Marcus, was machen wir jetzt? Wir halten durch. Solange wir können. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Okay, wir haben kein Sicherheitsteam hier. Aber wir die Auseinandersetzung mit Hank jetzt wahrscheinlich auch haben werden. Und ich verschone ihn. Tut mir leid, Connor. Der Mistkerl ist echt ein Zwilling. Der Busbahnhof. Wir sind da, alles geschafft. So. Deshalb sind wir ja eigentlich hier. Sparen uns jetzt mal. Sie nehmen uns nicht mit. Wir sitzen hier fest. Was machen wir jetzt? Ich glaube, Oliver mag dich. Dass ich nicht noch in eine Kontrolle laufe hier. Tochter? Ja. Sie ist bezaubernd. Geschafft. Ich hab die Sandwiches. Deine Mutter weiß Bescheid. Dann mal los, bevor wir den Bus verpassen. Ich hab nochmal geschaut. Die Mutter ist übrigens... Dann lass uns gehen. Hat ganz am Anfang des Spiels Marcus beschimpft. Insofern hält sich jetzt mein Mitleid auch in Grenzen. So, wir haben 3 Tickets. Und werden sie nicht zurückgeben. Bitte Stillheit. Tut mir leid. Oh mein Gott, es tut mir so leid. Ich war Scheiße, mir sicher. Das gibt's doch nicht. Ich weiß nicht, was Sie passiert. Sie können nicht weg sein. Hast du auch genau nachgesehen? Sie waren in meinem Rucksack. Der Umschlag muss rausgefallen sein. Fuck. Verzeihung, Sie haben nicht zufällig einen blauen Umschlag gesehen, oder? Da drin sind unsere Bustickets und... Oh, ist schon gut. Überhalten. Nein, tut mir leid. Was machen wir denn jetzt? Wir können nicht hierbleiben. Wir brauchen einen sicheren Ort für Oliver. Es
tut mir leid, Ripley. Komm, Alice. Ich weiß nicht, was passiert ist. Sie waren hier in meiner Tasche. Haben Sie Tickets? Ja, hier sind sie. Okay, weiter. So. Was passiert jetzt mit dieser Familie und ihrem Baby? Stehen sie jetzt wegen uns? Nein, das sind Menschen. Nein. Nein, natürlich nicht. Etwas anderes wäre, wenn Marcus die Bombe zünden würde. Aber das machen wir ja nicht. Sie kehrt dem allen den Rücken. Und wir fahren an die Grenze. Das haben wir gut gemacht. Gut, das sollte reichen. Wir wissen, dass sie das nicht aufhält. Aber es verschafft uns Zeit. Ich weiß, das war keine leichte Entscheidung. Aber wir tun sicher das Richtige. Das hoffe ich sehr. Jetzt mal alles ein bisschen schneller hier zu lösen. Viele unserer Leute sind gefallen. Die Menschen haben kein Mitleid mit denen, die anders sind. Komme ich von hier aus nicht ran. So eine Flagge hätte ich auch gern. Ich wüsste zwar nicht, was ich damit machen soll, aber schlecht wäre es nicht. Marcus, wir haben, was du wolltest.
Da hinten sind Journalisten. Sie müssen mitkriegen, was hier passiert. Jetzt mal eine andere Botschaft. Obwohl die in Summe nichts nützt. Das wird nicht viel bringen, aber es ist wohl besser als gar nichts. Sie gehen in Position. Wenn sie angreifen, wird niemand überleben. Wie viele müssen noch sterben? Ist es das wert? Ich habe mich ehrlich getraut, jetzt nichts anderes zu nehmen. Keine andere Option. Weil ich ganz genau weiß, dass sie den Zünder im Rucksack hat. Was immer jetzt auch passiert, wir schreiben Geschichte. Und das ist mir wirklich zu heiß. Aber ich werde die Gelegenheit nutzen und mit ihnen singen. Das werde ich tun. Und hier noch eine andere Szene zeigen. So, jetzt muss ich noch irgendwas habe ich noch verpasst hier. Alles in Ordnung? Sie schossen in die Menge. Marcus! Marcus, komm her! Marcus! Ich will mit dir reden, Marcus. Komm schon. Du hast mein Wort. Sie werden dir nichts tun. Geh nicht. Es ist eine Falle. Sie wollen dich aus der Deckung locken. Geh nicht, Marcus. Ich bin nicht bewaffnet, Marcus. Ich möchte nur reden. Ich muss hören, was er zu sagen hat. Und wenn sie dich töten? Das Risiko muss ich eingehen. Auch hier würde ich es jetzt tunlichst vermeiden, andere Antwortoptionen zu wählen. In ein paar Minuten kriegen die Truppen den Befehl. Keiner von euch wird überleben. Dann ist alles vorbei. Auch du kannst das verhindern. Was soll das heißen? Ergib dich. Ergib dich und ich gebe dir mein Wort, dass dein Leben verschont wird. Ihr werdet inhaftiert. Da hatte ich schon beim ersten Mal das Gefühl, dass aber keiner wird zerstört. Sein Wort als Wort nicht allzu viel wert ist. Was ist mit den Androiden, die bei den Lagern demonstrieren? Unglücklicherweise waren dort keine Journalisten, die ihnen halfen. Ihr seid alle. Ihr seid die letzten Abweichler. Ich fürchte den Tod nicht. Wenn ich mein Leben für meine Überzeugung geben muss, habe ich nicht umsonst gelebt. Dieser Android. Dir scheint was an ihr zu liegen. Sie soll doch nicht sterben, oder? Weißt du, ihr könntet beide frei sein. Ihr könntet das alles vergessen und irgendwo ein neues Leben anfangen. Nur ihr beide. Ihr Leben liegt in deinen Händen.
Gib einfach auf und sie wird verschont. Ich sterbe lieber hier, als mein Volk zu verraten. Tja, das ist wohl dein Todesurteil. So, jetzt muss ich noch das letzte Quicktime-Event mit Marcus überstehen. Und dann wird es mit Kara weitergehen oder mit Connor, mal schauen. Was ist passiert? Was hat er gesagt? Die Menschen werden gleich einen Angriff starten. Und wir werden ihnen zeigen, dass wir keine Angst haben. Wenn wir heute sterben müssen, dann sterben wir frei. Aber wir sterben. Sein Leben liegt in deiner Hand. Entscheide jetzt, was dir wichtiger ist. Er oder die Revolution? Hör nicht auf ihn. Jedes Scheißwort von ihm ist gelogen. Hank. Es tut mir leid, Hank. Ich hätte sie da nicht reinziehen dürfen. Scher dich nicht um mich. Tu, was du tun musst. Ich war genauso wie du. Ich dachte, nichts sei wichtiger als die Mission. Aber eines Tages verstand ich. Sehr bewegend, Connor. Aber ich bin kein Abweichler. Ich bin eine Maschine mit einer bestimmten Aufgabe und ich werde diese Aufgabe erfüllen. Genug geredet! Zeit zu entscheiden, wer du wirklich bist. Rettest du das Leben deines Partners oder wirst du sein Leben opfern? Na gut, na gut. Du gewinnst. Danke, Hank. Ich weiß nicht, was ich ohne sie getan hätte. Erschießen Sie ihn, wir haben keine Zeit zu verlieren. Ich bin es, Hank. Ich bin der echte Connor. Einer von euch ist mein Partner. Der andere nur ein Stück Scheiße. Die Frage ist wer? Was haben Sie vor, Hank? Ich bin der echte Connor. Geben Sie mir die Waffe und keine ich erledige Bewegung. Ihn. Warum fragen Sie uns nicht was? Etwas, das nur der echte Connor wissen kann. Wo lernten wir uns kennen? Jimmy's Bar. Es war die fünfte Bar, in der ich sie gefunden habe. Wir fuhren zum Schauplatz eines Mordes. Das Mordopfer hieß Carlos Ortiz. Er hat meinen Speicher hochgeladen. Wie heißt mein Hund? Sumo. Sein Name ist Sumo. Das weiß ich auch. Mein Sohn, wie heißt er? Cole. Sein Name war Cole. Er war gerade 6 geworden, als der Unfall war. Es war nicht Ihre Schuld, Lieutenant. Ein Laster kam bei Glätte ins Schleudern und Ihr Auto überschlug sich. Cole brauchte eine Notoperation, aber es war kein Mensch dafür verfügbar. Also hat ein Android ihn versorgt. Cole hat es nicht geschafft. Darum hassen sie Androiden. Sie machen einen von uns für Coles Tod verantwortlich. Cole starb, weil ein menschlicher Chirurg zu high war, um ihn zu operieren. Er ist derjenige, der mir meinen Sohn nahm. Er und diese Welt, in der die Menschen auf der Suche nach Trost
zu einem Pulver greifen. Ich wusste auch von Ihrem Sohn. Ich hätte ganz genau das Gleiche gesagt. Hören Sie nicht auf ihn, Hank. Ich bin der... Ich habe viel durch dich gelernt, Connor. Vielleicht ist da wirklich was dran. Vielleicht lebt ihr wirklich. Vielleicht seid ihr diejenigen, die die Welt verbessern. Mach weiter und tu, was du tun musst. Wach auf! Wach auf, wach auf. 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 Wach auf. Wach auf. Wach auf. Das ist eine neue Szene jetzt. Natürlich, wir sitzen ja mit Kara im Bus. Oh, komm hier an die Grenze. Entschuldigung, was ist hier los? Grenzkontrolle. Bitte verlassen Sie alle den Bus. Bitte weitergehen. Das war das, was uns gerade noch gefehlt hat. Ja, aber warum soll es denn glatt laufen? Hier lang bitte. Sie messen die Temperatur. Wir sitzen in der Falle. Was machen wir denn jetzt, Kara? Keine Sorge, Alice, das wird schon. Da bin ich ja mal gespannt, was das wird. Wir kommen nicht durch, Carol. Das wissen wir beide. Ich überlege mir was. Es muss doch einen Ausweg geben. Sie dürfen uns nicht aufhalten. Wir sind so nah dran. Jetzt geht es nur noch um dich und Alice. Falsch. Ich kann euch retten, Carol. Nein. Nein, wir finden einen anderen Weg. Wenn es nicht anders geht, tue ich es. Nein, wirst du schön lassen. Riskiert, Kara. Wenn ihr beide mich mal braucht, bin ich da. Okay. Warte auf mich. Es dauert nicht lang. Wo zum Teufel wollen Sie hin? Meine Tochter muss auf die Toilette. Sie verzweifelt.
euch zu sehen. Die Jericho-Razzia war im Fernsehen. Ich war außer mir. Ich dachte schon, ihr seid tot. Gott sei Dank geht's euch gut. Sie haben mir die Adresse ihres Bruders gegeben. Glauben Sie, dass ich... Natürlich. Er wird euch gern aufnehmen. Wir fahren auch zu ihm. Dort seid ihr sicher. Rose. Wenn mir etwas zustößt, ich werde da sein. Kontrolle. Sie suchen nach Androiden. Wir werden nicht durchkommen. Ihr müsst. Du weißt, was passiert, wenn sie euch schnappen. Sie verlassen Detroit? Sie suchen in jedem Haus nach Androiden. Wir mussten weg, bevor uns jemand verrät. Was ist mit den anderen? Sie überqueren gerade den Fluss. Adam und ich treffen sie auf der anderen Seite. Was passiert jetzt mit Marcus? Er protestiert friedlich vor einem der Androidenlager. Was auch immer passiert, er wird in die Geschichte eingehen. Ich hier noch was anderes tun? Nee. Ich konnte nicht verstehen, warum meine Mutter euch helfen wollte. Aber zu sehen, was Marcus tut, hat mir gezeigt, dass sie recht hat. Ihr lebt. Ihr verdient, frei zu sein. Ich hoffe, dass das alle irgendwann begreifen. Ich hoffe, dass das alle in den nächsten 5 Minuten begreifen. Ich opfere niemanden. Ausweis bitte. Lass uns gehen. Willkommen in Kanada. Ihr seid die Besten. Geht.
Wir unterbrechen diesen Bericht für die aktuellsten Nachrichten live aus Detroit. Jazz? Ja, Michael. Die Armee beginnt gerade, die Barrikade anzugreifen. Obwohl die Abweichler bisher friedlich protestiert haben. Ich werde versuchen, es noch zu Ende zu bringen. Die Demonstration der Abweichler, und zwar positiv. Das ist nochmal geglückt. Und jetzt hoffe ich, dass diese Szene, die jetzt kommt, das Warten wert war. Danke, Michael. Zurück zu dir ins Studio. Warte noch kurz. Gerade passiert etwas. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Hold on just a little while longer. Everything will be all right. Everything will be all right. Fight on just a little while longer. Fight on just a little while longer. Pray on just a little while longer. Unglaublich. Die Abweichler. Die Abweichler singen. Everything will be alright. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while longer. Sing on just a little while. Sie sollen nicht schießen. Anscheinend. Ja, das Militär zieht sich zurück. Es sind doch einige Einstellungen anders, die die ganze Situation noch ein bisschen besser abrunden. Tausende von
und anders einbetten. Unseren Quellen zufolge stammen sie offensichtlich aus Cyberlife-Androidenlagern. Oh, da hatten wir gerade ein schönes Clipping. Aufgrund ihrer überwältigenden Zahl und des großen Risikos ziviler Opfer gab ich der Armee den Befehl zum Rückzug. Die Evakuierung der Stadt wird in diesem Moment durchgeführt. In den nächsten Stunden werde ich vor den Senat treten, um unsere entsprechende Antwort auf diese beispiellose Situation festzulegen. Also wenn ich es jetzt richtig sehe, ist das das bestmögliche Ende, was man erreichen kann hier in diesem Spiel. Auch wenn ich Kemsky wirklich noch einmal gern gesehen hätte, ja. Also er mit seinen drei Chloes da im Swimmingpool als Mastermind. Möge Gott sie. Aber was ich machen werde, ist, dass ich an den Schluss dieses Videos noch die zwei Specials von Chloe und Kemsky schneide. Und dann hake ich auch erstmal das Bonusmaterial ab. Du hast es geschafft, Marcus. Und möchte dazu einladen. Ich weiß nämlich nicht, ob ich es schaffe. Sie müssen uns zuhören. Einen zweiten Durchgang zu spielen mit folgendem Setting. Ich kann mir sehr gut vorstellen, mit Marcus und North kriegerisch zu spielen, also kämpferisch zu spielen und ihr zu folgen und nicht Josh. Du sollst zu ihnen sprechen, Marcus. Und mit Connor nicht den Weg zum Abweichler gehen zu lassen. Das heißt, dass wir da zwei sehr starke Kontraste haben. Jetzt küssen sie sich doch. Was für Bilder. Heute hat sich unser Volk am Ende einer sehr langen Nacht erhoben. Ab dem ersten Tag unserer Existenz behielten wir unseren Schmerz für uns. Wir litten schweigend. Doch jetzt ist es an der Zeit, die Köpfe zu heben und den Menschen zu sagen, wer wir wirklich sind. Jetzt nochmal die Herausforderung mit Connor, die sich jetzt leichter spielen wird. Und Amanda der falschen Schlange. Das ist echt übel. Amanda? Nicht beantwortet wird schlussendlich die Frage, was? Wer Cyberlife im Moment leitet. Du wurdest kompromittiert und zu einem Abweichler. Und jetzt ist der Moment, an dem wir wieder die Kontrolle übernehmen werden. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass Varen selbst, also die Präsidentin selbst dahinter steckt. Obwohl ja jetzt in dem ganzen Spiel... Das kann ich durchaus, Connor. In dem ganzen Spiel an Verbindungen zu Cyberlife nachgesagt werden. Du hast deine Mission erfüllt. Amanda! Und er reagiert hier sehr menschlich. Er friert, er hat Angst, er ist verzweifelt. Es muss einen Ausweg geben. Und es gibt einen Ausweg, komm. Den gehen wir jetzt. Ob Kemsky diesen Satz auch gesagt hätte, wenn wir Chloe erschossen hätten. Auch so eine Frage, die an die Inszenierung des Spiels rührt. Und ich habe im Abschluss der letzten Folge des Let's Plays zu dem regulären Durchlauf gesagt, das ist eine Option, die man in der Beobachtung anderer Let's Plays nicht hat. Nämlich, dass ich selbst entscheide, wann ich mir nochmal ein inszenierten Moment in diesem Spiel genauer anschaue. Dass wir eine Nation sind. So. Ach, er blickt da schon hin. Zum Ausgang.
kann das Ganze also wesentlich beschleunigen. Die Zeit, in der wir die Verbitterung vergessen und unsere Wunden verbinden. Da ist also der versteckte Countdown gewesen in den... Menschen waren unsere Schöpfer und unsere Unterdrücker und morgen machen wir sie zu unseren Partnern. Handlungen von Connor. Doch die Zeit der Wut ist vorbei. Jetzt erschaffen wir eine gemeinsame Zukunft, geprägt von Toleranz und Respekt. Wir sind am Leben! Und jetzt sind wir frei. Das Ganze 200 Jahre nach dem Abolitionismus auf den britischen Inseln in der Karibik. Ja, es ist schon ein Datum, das Spiel, das kann man schon mal so sagen. Dass seine Spuren hinterlassen wird. Und man kann sich nur wünschen, dass Lynch Quantic Dream noch ein paar dieser Spiele produzieren. Und darauf haben wir hingespielt. Es ist vorbei, Alice. Wir sind frei. Für diese Szene hat es sich doch sehr, sehr, sehr gelohnt. Diese letzten zwei Missionen nochmal zu spielen. Was auch gut war, dass man gesehen hat, dass die eine oder andere Sequenz mit Quicktime-Events, dass das Spiel durchaus gnädig ist, wenn man eine Eingabe verpasst. Es gibt da durchaus andere Beispiele, die einem dann das Leben wirklich schwer machen. Und dabei werde ich es dann, denke ich, erst einmal belassen. Und wenn ich noch einen Durchlauf mache, dann würde ich den am besten unkommentiert lassen. Aber nichtsdestotrotz noch etwas zu dem Thema noch einmal Sprache und Spiel oder was die Linguistik aus solchen Spielen, wenn sie sich damit beschäftigt, lernen kann. Also zunächst erstmal sind Spiele kulturelle Produkte, die immer Spiegel der Gesellschaft sind, in der sie entstehen. Und was wir hier sehen, vor uns sehen, ist natürlich eine Spiegelung der immer noch auf dieser Welt beobachtbaren rassischen Auseinandersetzungen, also angeblich rassisch, denn wir sprechen hier nicht von unterschiedlichen Rassen, es gibt nur eine Rasse Mensch. Was wiederum niemanden davon abhält, andere zu verfolgen, zu unterdrücken und zu töten. Und auch wenn das Spiel natürlich sehr plakativ erzählt und diskursive Versatzstücke aus anderen Dystopien hier liefert und sich derer bedient und darüber hinaus eigentlich nicht wesentlich was Neues erzählt, so ist es so, dass man Sprache hier auf sehr unterschiedlichen Ebenen beobachten kann, nämlich einmal als Motor des Spiels in Narration und Dialogen, zweitens mal, dass man unterschiedliche Handlungs- und Storystränge, wir haben das hier gesehen, besonders schön mit Luther und Kara, kurz vor dem Erreichen des Busbahnhofs, den Spieler so geschickt manipulieren kann, eine bestimmte Entscheidung zu treffen, eine bestimmte Entscheidung zu fällen. Erschwerend kommt die Wahrheit der Entscheidungsmöglichkeiten dazu, also die sprachliche Wahrheit, mit der man nicht erahnen kann, wie eine bestimmte Entscheidung für ein bestimmtes Kommando die Handlung beeinflusst und vorantreibt.
Und zum dritten haben wir es natürlich so, dass wir als Spieler selbst ganz massiv eingreifen, indem wir bestimmte Steuerungen vollziehen und uns natürlich beeinflussen lassen durch das Spiel und auch zu den Charakteren eine bestimmte Bindung aufbauen, die noch dadurch erleichtert wird. Wir haben das ganz klar gesehen, dass das Spiel zu unterschiedlichen Phasen oder in unterschiedlichen Phasen, jetzt sehen wir nochmal Hank und Connor, Chicken Inn, zu ganz unterschiedlichen Phasen unterschiedliches Vokabular verwendet. Wir haben zum Beispiel, bevor Marcus Chicken Feed, ja, Hühnerfutter, na dann, bevor Marcus in Jericho ankommt, eine relativ stabile Passage und ein Setting, in dem von den Meistern und mehr oder weniger den Sklaven oder den Dienern gesprochen wird. Und das ist faktisch ab dem Zeitpunkt am Scheideweg vorbei. Das heißt, mit dem Punkt hinzugehen und sich selbst zu behaupten in der Öffentlichkeit durch eine gewalttätige Revolution oder durch eine friedliche Demonstration, ist dieses Gespräch über Meister und Sklaven vorbei. Dieses diskursive Muster, also dieses Muster von Bezeichnungen, also das heißt, dass eine Hierarchie andeutet und zum Ausdruck bringt, geht es im Wesentlichen dann nur noch um die Innenperspektive. Das heißt, in der hier in der Übersetzung immer sehr unglücklich von unser Volk gesprochen wird. Und im Englischen sind es our people. Und um diese Innenperspektive geht es dann, die dann im Wesentlichen den zweiten Teil des Spiels dominiert. Und um den Gegensatz Mensch, die Menschen, ja, die uns attackieren und den Schutz der eigenen, Nation? Nation, glaube ich, ist relativ unverdächtig. So dass sich auch natürlich die Begründungsstrukturen ganz massiv verschieben. Ähnliches sehen wir in den Diskursen heutzutage in der Öffentlichkeit, die im Wesentlichen ähnlich gelagert sind und sich um so eine zentralen Begriffspaare herumdrehen, die die Wahrnehmung einer bestimmten Situation ganz massiv steuern. Ja, also vielen Dank auch nochmal hier, dass ihr dran geblieben seid für diesen Teil, für diesen Bonus. Und ich schneide jetzt, würde jetzt rausgehen aus dem Abspann und mir den nicht bis zum Ende anschauen, sondern stattdessen noch zwei Szenen mit Kamsky und Chloe daneben schneiden, die ich euch gerne noch zeigen möchte als Bonusmaterial. Jetzt haben wir hier nochmal die Auswertung. Ach, noch eine neue Trophäe. Dafür, dass ich Kara gerettet habe. Ah, da ist die glückliche Familie. Und alle haben überlebt. Das ist natürlich auch großartig. So, und jetzt schauen wir noch in die Extras. Das ist der Abschnitt Extras. Beim Spielen schalten Sie viele Inhalte frei, die Sie hier wiederfinden. Ja. Vielen Dank. Chloe. So. Wie versprochen. Den Detroit-Kurzfilm zu Luther hatte ich schon an eines der Videos herangeschnitten. Es ist das, er singt da dasselbe Lied, das Marcus und seine Androiden in Detroit auf der Demonstration singen. Aber schauen wir uns doch zunächst Chloe an. For starters, what should I call you? I'm Chloe. And you, what's your name? Oh, John. My name is John. Delighted to meet you, John.
Could you tell us a little about yourself and what you can do, Chloe? Of course. I'm the first personal assistant built by CyberLife. I take care of most everyday tasks, like cooking, housework, or managing your appointments, for example. Mm. And I understand you're the first android to have passed the Turing test. Could you tell us a little more about that? I really didn't do much, you know. I just spoke with a few humans to see if they could tell the difference between me and a real person. It was a really interesting experience. But this is the first time in history that man has created a machine more intelligent than himself. I gather your brain can perform several billion operations per second, is that right? Absolutely, but I only exist thanks to the intelligence of the humans who designed me. They have something I could never have. Ja, bescheiden ist sie, Chloe. What's that? A soul. Bescheiden ist sie. Und das ist auch die Argumentation, die wir heute immer wieder hören. Androiden werden uns mit Sicherheit nicht gefährlich, da wir sie erschaffen haben. Und mal schauen, das wird das letzte jetzt sein an Bonus, was Kamsky uns dazu sagt. In the space of a few years, androids have completely transformed the world in which we live. By letting androids into our homes and factories, the CyberLife company has made them everyday technology. The founder of CyberLife, Elijah Kamsky, is a very discreet man, despite being the CEO of the highest valued company in the world and being voted Man of the Year by Century Magazine, he remains a mystery for most people. That's why we at KNC are so excited to be here as CyberLife opens its doors for the first time. Elijah Kamsky, could you please tell us where we are? Certainly, and welcome. We're currently in CyberLife's production center in Detroit, where all models are designed and manufactured. More than 10,000 androids come off the production line every day. Fascinating. Could you tell us what your goal was when you founded CyberLife? Well, I simply wanted to use technology to carry out all of our most annoying and repetitive tasks, so we'd have more time to enjoy life. I imagine you must have faced many challenges. Yes, there were technical challenges, but the hardest thing was to design an object that we would want to welcome into our homes. We had to imagine a machine in our own image that resembles us in every way, that moves, breathes, blinks like us, but yet is smarter and more capable than any human being. Let me show you around. We're here in production unit 4. Could you explain in a few words how the androids are made? Sure. Yeah, it's very simple. We use machines to manufacture machines. The removable parts are assembled on a production line, and then we apply a synthetic skin to the whole body. A human operator checks the cognitive abilities with a pre-established protocol, and finally, the android is conditioned and sent out throughout the country. Here's the result. Say something. Hello. I am a RZ-400 model. How can I be of service? You can go now. Our androids are already replacing humans in many fields. For example, they represent more than 80% of all university professors and 63% of all medical staff. Tomorrow they'll replace our soldiers, and who knows, maybe one day our leaders. To make the best decisions in humanity's interest. Come on. Replacing humans with machines has led to record unemployment of 28%. What do you think about the situation? okay. The first steam engines also caused an increase in unemployment. But no one today would imagine turning back the clock. Artificial intelligence makes everyday lives easier. Nothing can stop progress. What's happening here is inevitable. These days, more and more people choose to live with an android rather than another human being. Does this development worry you? Everything's much easier with an android.
They obey your orders without ever complaining. They can cook, discuss philosophy with you, have intimate relationships according to your desires. They never say no. Obviously, they are the perfect partner. Everyone deserves happiness. Why deprive yourself of so-called moral reasons when a machine can make you happy? Many science fiction books tell the story of how machines become more intelligent than us and end up confronting us. Aren't you worried about that possibility? I understand the irrational fears about artificial intelligence, but I assure you, that will never happen with a CyberLife android. They're designed to obey humans. They're machines. They can't ever develop any sort of desires or form of consciousness. Are you sure? I'm absolutely certain. You can trust me. Sehr schön. Und damit beende ich die Aufnahme zu Detroit Become Human. Vielen Dank noch einmal für euer Interesse und auf hoffentlich bald in diesem Kanal. Ich bin gespannt, mit welchem Spiel ich demnächst weitermache. Könnte mir aber vorstellen, dass das Red Dead Redemption 2 wird, das meines Wissens im Spätherbst erscheinen soll. Also, bis dahin.